Hey, yo, Leute, und willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Ja, ich hoffe, es geht nicht so schnell hoch, weil ich würde gerne noch zwei wichtige Sachen sagen. Also, die erste Sache ist, der Gürmer hat einen neuen Server. Was heißt neuen Server? Also, neue IP und mehr Slots und weniger Lags. Das ist schon mal ziemlich geil. Neue IP werde ich in den Kommentaren schreiben. Und ja, zweite Sache ist, der Dave steht da. Oh, jetzt sagen bestimmt jetzt viele, oh, der böse Hater und sowas. Also, ich muss da noch ganz kurz was loswerden. Der Dave hat ja mich zugehatet eine Zeit lang. Und ich habe ihn dann mal persönlich bei Skype angeschrieben, habe ihm gesagt: Hey, Junge, wieso machst du das eigentlich? Hast du was irgendwie gegen mich oder habe ich dir irgendwas gesagt? Er hat mir dann geschrieben: Weiß, was soll das? Spinnst du eigentlich? Du weißt ganz genau, wieso ich dich hate. Und ich dann so: Dave, bist du verrückt oder sowas? Und dann hat er so gesagt: Ja, du weißt ganz genau. Bist du? Ich dann so: Jetzt mal ganz kurz klar, wo hab ich dir denn was getan? Der hat so: Ja, auf dem einen Server hast du mich die ganze Zeit beleidigt. Und dann bin ich halt mit ihm in Gespräch gekommen. Dann hatte er erzählt, dass er auf einem Cracked-Server, Cracked, wie gesagt, ein Weiß 1, 2, 3, 4 oder sowas gesehen hat. Ich glaube, so hieß der auch. Und der ihn dann die ganze Zeit beleidigt hat und sowas. Und der Dave dachte dann, das wäre ich. Und ja, so entstand das Ganze. Und er dachte dann, und deswegen hat er mich dann die ganze Zeit beleidigt. Ja. Mittlerweile hat er sich nochmal entschuldigt, wird es nie wieder tun und sowas. Und ja, deswegen lasst es Gehate bei ihm. Ja, deswegen ist es jetzt okay, wir haben es geklärt, das Ganze. Und ich bin jetzt einfach mal so und glaube ihm, weil ich denke auch, dass er jetzt nicht so was sich ausdenkt. Und besonders jetzt ist schon einige Tage ziemlich gut gegangen, wir verstehen uns eigentlich ziemlich gut, deswegen wieso jetzt Groll heben? Man muss auch ein bisschen verzeihen können, finde ich. Wie, Jeff? Wo kommt ihr her? Also, noch ein paar Sachen hier zu Hunger Games. Also, mittlerweile kenne ich unglaublich viele auf dem Server. So. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ein paar kennen mich halt. Okay, die Slayer, falls ihr mich dann irgendwie sieht, bitte nicht. Also, ich kenne zwei Fälle. Erster Fall ist: Einer rennt auf mich zu mit Eisenschwert. Ich denke, ich bin tot. Plötzlich stellt er sich vor mich und schmeißt alles hin und schreit oder schreibt: Weiß, weiß, du musst es schaffen. Bin ich jetzt in der Aufnahme? Bitte sowas nicht. Aber was halt öfters vorkommt, dass dann halt ein Dreierteam gebildet wird von Abonnenten von mir. Das Extremste war ein Viererteam mal. Und dass sie dann alle absprechen und dann sich auf mich stürzen. Ja, was soll ich da tun? Das ist übelst kacke, macht die Aufnahme kaputt und ich bin dann eher nur ziemlich sauer. Deswegen bitte nicht unfair sein im negativen und nicht im positiven Sinne, weil damit macht ihr den Spielspaß nur kaputt. Bitte deswegen lassen. Nein, weiß, ich habe nichts. Mein XD da hinsetzen. Hä, wie kam der da hoch? Hä? WTF? Gut, dann glitch ich halt. Ja. Gut, dann halt so. Kam halt runter. Wie kam denn da hoch, der Bengel? Oder war ich einfach jetzt blind? Egal. Auf jeden Fall, ich habe gar keine guten Sachen, aber es läuft eigentlich ganz nett. Und ja, deswegen, das sind erstmal so ein paar wichtige Sachen. Wie gesagt, Dave erstmal in Ruhe lassen. Brian Rife ist immer noch ein Penner. Im letzten Video hat er was auch geschrieben. Und ja, ich wurde jetzt ganz oft gefragt, ob ich jetzt endlich meine Fehlrunde lade. So, ich mache jetzt mal Nägel auf Köpfen und werde morgen wäre Samstag, heute ist Freitag, wo ich das aufnehme. Samstag werde ich aufnehmen und auch dann, wenn eine Fehlrunde entsteht, diese hochladen. Ja, ich bin manchmal so zum Schluss, wenn es ganz knapp ist, wäre ich übelst böse. Und wer ist da? Paul, der hat Pfeil und Bogen, das gefällt mir. Und ich hoffe mal kein. Oh. Wow. Verdammt, verdammt, verdammt. Erstmal rennen, damit ich Leben aufladen kann und dann versuche ich den zu locken. Und dann schieße ich den ab im Fall. So ist es am besten. So. Na. WTF, wieso leckt es so doll? Okay. Gut, dann habe ich ihn wohl getroffen. Nom nom nom. Da hinten ist jemand. Ja, ich habe halt davor drei Runden aufgenommen und ich wollte ja hier wichtige Sachen sagen mit dem Gomme-Server und wegen dem Dave.
Und ich war da echt nicht in Stimmung, dann Fail-Video zu nehmen, besonders weil ich danach sauer war, weil erste Runde Fraps nicht aufgenommen. Und ja, da habe ich dann gedacht, egal, neuer Versuch, gut. Nächste Runde starte ich. Ich verkacke total, bekomme keine Kiste am Anfang ab, später nur ein Pfeil und kämpfe mich damit gegen jemand anders und ja, verliere natürlich. Ganz früh raus und ich konnte nicht mal die Hälfte sagen. Verdammt! Hä, ich habe gewonnen? Ich habe gedacht, ich hätte verloren. Lol. Und ja, endlich habe ich mal gewonnen. Und ja, er entschuldigt sich nochmal, der Dave. Also, deswegen lasst ihn. Es ist wieder alles okay. Er ist ziemlich nett wieder. Wir verstehen uns auch ziemlich gut. Und ja, das ist der neue Spawn. Der sieht total scheiße aus. Und ja, das sage ich jetzt mal ganz grob. Und deswegen, ich hoffe, ihr besucht einfach mal hier, spielt gerne mit. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.